An vielen Grundschulen gibt es keinen Direktor. Quelle: David Wolfgang Ebener, Deutsche Presseagentur. An den Grundschulen sind bundesweit rund 1000 Schulleiterstellen unbesetzt. Das hat eine Bildumfrage unter den Kultusministerien der Länder ergeben. Der Lehrerverband schätzt, dass an jeder 10. Grundschule die Leitungsstelle unbesetzt ist. Die Gesamtzahl fehlender Lehrer wird auf 20.000 geschätzt. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, Marlies TP, sagte: Der Job ist stressig, lohnt sich finanziell kaum und wird mit immer mehr Aufgaben überfrachtet.